Hey Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Sozial Verzogen, dem Kanal für Eltern und Pädagogen. Ich heiße euch wieder mal willkommen hier auf dem Weg zum authentisch-empathischen Pädagogen. Ich freue mich, weitermachen zu können hier mit unserem Pädagogikthema, denn, und ich starte hier gleich mal richtig rein, ich hatte vor kurzem eine Umfrage auf Twitter gestartet, wo ich mir dachte, wenn nicht da, wo sonst soll ich sowas fragen? Wie hat sich die Pädagogik in den letzten 10 Jahren verändert? Da wollte ich eure Meinung hören und ihr habt mir eure Meinung gegeben, mehr als ich dachte. Und die Auswahlmöglichkeiten waren gar nicht, sind auf einem guten Weg oder super. Und interessant ist, super hat 0%. Ja, gar nicht hat 53% und sind auf einem guten Weg 47%. Das zeigt, wir haben noch einen langen Weg vor uns, um endlich so gut zu sein, dass alle damit auch zufrieden sind und scheinbar so gut zu sein, dass jeder auch einen Mehrwert mitnehmen kann und unsere Generation bildungstechnisch auf einem super Level sind. Jetzt ist natürlich die Frage, woher kommt dieser schlechte Zustand in den Meinungen der User? Ich glaube, weil wir oft strugglen mit ganz vielen Themen, keiner so richtig Klarheit bezieht und sagt, okay, das ist jetzt der Weg, den müssen wir gehen. Denn dazu muss ich sagen, wir in unserer deutschen Pädagogik, wir brauchen da irgendwie immer so einen klaren Leitfaden. Und wenn es dann mal so ein bisschen kurvig wird und holprig, dann haben wir gleich die Meinung, nee, das ist irgendwie nicht so richtig. Und deshalb möchte ich mit euch mal durchgehen, was hat sich eigentlich in diesen ganzen 10 Jahren so getan. Und das Tolle ist, ich konnte die Entwicklung ja miterleben, denn ich bin ja schon eine Weile in dieser Branche unterwegs. Also zum einen haben sich die Ansätze doch schon erneuert. Klar haben wir noch nicht den richtigen Weg gefunden. Ob es den überhaupt gibt, das sei mal dahingestellt. Das könnten wir auch mal gerne in einem Video oder in einer Umfrage auch diskutieren. Haut mal in die Kommentare, wenn ihr darauf Bock habt. Aber Leute, es hat sich schon was getan. Nehmen wir mal das Thema Situationsansatz zum Beispiel. Vor ein paar Jahren oder vor 20 Jahren gab es natürlich die ganzen Reformpädagogen, die angekommen sind, beziehungsweise wo endlich die Konzepte noch mehr wahrgenommen wurden. Emmy Pickler, Montessori, Waldorf, Reggio und so weiter und so fort. Und dann hat sich nach und nach aber auch daraus wieder der Situationsansatz entwickelt, der eben ja auch sagt, dass man situativ auf die Ressourcen der Kinder eingeht. Das mal so als Kurzform. Das ist natürlich noch nicht die ganz richtige Definition davon, aber erstmal so als Kurzform. Als nächstes würde ich sagen, sind wir Gott sei Dank von der Integration zur Inklusion gekommen. Auch da pflichte ich euch bei, gibt es große Defizite, bin ich voll der Meinung, aber dass wir diesen Weg überhaupt von dem Wort allein schon mal gegangen sind und dann auch die nötigen strukturellen Dinge verändert haben, das war gut. Das war wirklich gut. Denn wir wollen nicht einen ausschließen in einer Minderheitengruppe, sondern wir wollen die ja mit reinholen und so gut wie möglich so involvieren, dass sie hier auch akzeptiert und wirklich wertgeschätzt und respektvoll behandelt werden können. Ohne zu sagen, naja, der gehört eh da rein, dann müssen wir mal da mit dem auch was machen auf deren Niveau. Ach, schwierige Kiste, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Inklusion an sich ist natürlich auch noch nicht die perfekte Variante. Und auch da müssen wir echt noch viel tun. Wo sich auch viel getan hat, Gott sei Dank, ist der Kinderschutz. 2012, SGB 8. Endlich, ja, wir haben es schwarz auf weiß. Und jeder von euch Pädagogen ist dafür verantwortlich, die Kinder zu schützen. Egal vor was, vor wem, vor irgendwas, sondern einfach zu schützen. Das ist eure Pflicht, unsere Pflicht und das ist auch gut so, dass das festgeschrieben ist. Da ich ja selber auch Kinderschutzmultiplikator bin, erlebe ich jährlich unglaublich merkwürdige Fälle und immer mehr Fälle. Allein im letzten Quartal habe ich, glaube ich, 4 oder 5 Fälle betreut. Und das sind immer so Sachen, die sind auch nicht ganz so eindeutig und echt schwierig. Also ich muss schon sagen, Gott sei Dank hat sich da was getan. Und es gibt eine Vielzahl von Beobachtungsinstrumenten mittlerweile,
Jeder kennt die Bella-Tabelle. Auch die ist überarbeitet worden, Gott sei Dank, weil sie war doch schon ein wenig defizitär. Ich will mich doch mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Und es gibt so viele tolle, tolle Sachen. Das können wir auch gerne mal durchgehen in einem Video. Ich zum Beispiel finde ja mein Portfolio richtig cool. Das ist nämlich so ein Entwicklungsposter. Das kann ich euch mal zeigen. Das finde ich richtig, richtig gut. Aber natürlich, auch da hat sich zum Glück die Spannbreite vergrößert und natürlich generell auch das Interesse, mehr in die Dokumentation zu gehen. Und Leute, dazu hatte ich ja schon mal ein Video gemacht zum Thema Haltung verändern und Gott sei Dank, auch da sind wir, wenn auch zaghaft, muss ich ganz ehrlich sagen, auf einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg, unsere pädagogische Haltung zu verändern und dadurch den Kindern beispielsweise mehr Partizipation zu ermöglichen. Die ist für mich total essentiell. Partizipation muss einfach in jeder Kita umgesetzt werden, denn wir brauchen Kinder, die, wie wir jetzt auch gerade sehen, wenn wir uns die Generation Z angucken, autark sein müssen, selbstständig sein müssen, eigenständig denken sollen, um dann auch wirklich umzusetzen und nicht nur irgendwelche kleinen Zinssoldaten, die immer sagen, was wir wollen. Das muss nichts mehr sein. Und da sind wir schon Richtung selbstbewusstes Kind gut unterwegs, will ich gar nicht sagen. Finde ich auch toll, aber Selbstbewusstsein alleine ist nichts, wenn man es nicht auch ausleben darf. Und dafür braucht man Eigenständigkeit und den zugeschriebenen Mut, um das auch umzusetzen. Was ich sehr befürworte, ist, dass diese defizitäre Pädagogik endlich auch mal zur Vergangenheit gehört. Auch nicht überall, denn sonst müssten wir nicht noch weiter daran arbeiten. Aber die meisten Kindergärten sind sehr stärkenorientiert und akzeptieren einfach, dass ein Kind manche Dinge nicht so möchte, wie wir das möchten und ganz andere Interessen haben, als wir vielleicht für gut befinden, warum wir das auch immer werten. Und das finde ich auch sehr gut, aber auch da, ihr wisst, müssen wir noch weiter daran arbeiten. Die Aufgaben der Pädagogik haben sich natürlich auch immens vergrößert. Wenn wir uns mal eine Stellenbeschreibung angucken von einem Pädagogen, der in der Gruppe arbeitet, interessant, was der so leisten muss, sehr, sehr viel. Auch eine Kita-Leitung muss unglaublich viele Tätigkeiten umsetzen, was ja auch okay ist, weil für mich ist ein Kita-Leiter auch schon eher ein Manager als wirklich dieser typische Kita-Leiter, der sogar noch in der Gruppe arbeitet. Ich glaube, auch da müssen wir uns langsam mal verabschieden. Dazu können wir aber auch gerne noch mal extra was machen. Wir gucken uns aber doch mal an, alleine die Zuständigkeit einer Vollzeitperson für Krippenkinder beispielsweise, und davon rede ich jetzt berlinweit, hat sich verkleinert. Wir sind mittlerweile bei 3,75 Kindern pro Vollzeiterzieher bis zu 2 Jahre. Und im Alter von 2 bis 3 Jahren sind wir bei 4,75. Das ist super gut mittlerweile. Jetzt brauchen wir nur noch das Personal, was es trotzdem umsetzen kann. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Denn was sich in jedem Fall verändert hat, ist die Intensität der Betreuung. Wir brauchen noch mal eine andere Betreuung. Dadurch, dass wir ja auch mehr von den Kindern an Eigenständigkeit verlangen, muss das anders begleitet werden, definitiv. Ja, und dann ist es wichtig, dass man da auch die Leute hat. Also Leute, wenn ihr Pädagogen werden wollt, dann haut richtig rein, geht in die Ausbildung, denn die, muss ich auch sagen, ist auch viel besser geworden, sie ist viel praxisbezogener geworden. Ich habe ja viel mit Berufsbegleitern auch zu tun, sensationell. Leider alles ein bisschen gequetscht, gebe ich zu, aber sie haben wenigstens den aktiven Praxisbezug, weil sie 3 Tage in der Woche in der Praxis sind und das ist super gut. Das hätte ich mir damals auch gewünscht, weil, naja, ich sag mal so, die Vollzeitausbildung ist interessant, aber ich hätte, glaube ich, lieber in der Kita nebenbei gearbeitet und hätte auch gerne Geld verdient. Und was super ist, die Pädagogen haben mehr und mehr die Chance, ihre Expertengebiete auch auszuleben. Ich kenne Leute, die sind super in Partizipation, unglaublich, davon denen kann man lernen, die setzen es unglaublich um und sie werden einfach auch gelassen, genauso wie es Leute gibt, die künstlerisch unglaublich begabt sind und voll durchziehen dürfen oder sportlich. Und das ist gut, dass wir jetzt hier nicht mehr nach und nach diesen Einheitsbrei von wir müssen basteln, wir müssen Musik machen, wir müssen dies, wir müssen das, ja, müssen wir auch noch, aber bitte jeder so wie er es kann. Wenn ich jetzt hier anfangen würde zu singen, Leute, ne. Hört bloß auf, das wollt ihr nicht, da deabonniert ihr mich sofort. Deswegen mache ich es nicht. Also Leute, ihr seht, es hat sich schon was getan.
es ist vielleicht für den einen oder anderen marginal, weil wir wollen, wenn wir Veränderungen haben wollen, dann auch radikal und sichtbar und was auch immer. Aber wir sind in einem sehr guten Prozess und hey Leute, ich bin ja da, ich möchte das auch vorantreiben. Deswegen gibt es diesen Kanal und deswegen mache ich diesen Content, um immer mehr in die Diskussion zu gehen und von euch noch viel mehr Ideen zu sammeln, wie wir in Zukunft eine bessere Pädagogik gestalten können. Deshalb abonniert mich. Haut richtig rein in die Commentbox. Ich will mit euch quatschen. Bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram. Ist mir bewusst. Haut in die Tasten. Wenn ihr einen Workshop mit mir haben wollt oder ich einen kleinen Vortrag für euch vorbereiten soll, dann meldet euch bei mir über sozialverzogen.de. Da findet ihr alles zu mir. Und dann kommen wir zusammen, würde ich sagen. Würde mich freuen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt sozial verzogen und auf Wiedersehen. Ciao.